Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass sogar zu so früher Stunde ein so zahlreiches Publikum erschienen ist. Ich war mir da gestern nicht ganz so sicher, nachdem der Bürgermeister ja so fleißig Werbung gemacht hat für das, was die Stadt Marburg ihren Gästen zu bieten hat. Zumal wir es heute Morgen mit einem, ja doch erstmal auf den ersten Blick etwas trockenen Thema zu tun hatten, ne, bei Ortsnamen. Denkt der eine, die andere von Ihnen an so diese dicken Bücher, die den Charme eines Telefonbuchs haben. Was ist daran jetzt sexy für die Geschichtswissenschaft oder das Archivwesen? Ich hoffe, ich kann Ihnen das in den nächsten 12 bis 14 Minuten etwas näher bringen. Zunächst vielen Dank für die Einladung zum archivwissenschaftlichen Kolloquium. Wir haben gestern in dem Referat von Frau Gehring schon gehört, dass wir noch ein bisschen stärker die Frage fokussieren sollten, was denn digitaler Wandel eigentlich heruntergebrochen für einzelne Fragestellungen, für bestimmte Gegenstände unseres Fachs im Schnittbereich sicher der Geschichtswissenschaft und des Archivwesens, was digitaler Wandel dort im Konkreten bedeuten kann. Ich hoffe, ich kann Ihnen das jetzt ein bisschen näher bringen an der Frage, wie wir eigentlich mit Ortsnamen umgehen. Der Ausgangspunkt für ein Projekt, das ich in den vergangenen 3 Jahren gemeinsam mit Kollegen vorangetrieben habe, war zunächst mal das ganz Alltägliche, das Suchen nach Ortsnamen. Das kennt jeder von Ihnen, ne? Man sitzt über Quellen, begegnet dort einem Ortsnamen, fragt sich, wo ist denn das eigentlich? Und dann, naja gut, man fragt eine Suchmaschine und in ganz vielen Fällen führt die eigentlich auch schon zum richtigen Ziel. Zugleich haben wir die Herausforderung, dass Ortsnamen sich in der Geschichte häufig geändert haben. Mein Metier ist das östliche Mitteleuropa. Hier haben wir es mit zahlreichen Grenzverschiebungen, konkurrierenden Nationalbewegungen und so weiter zu tun. Das überlagert sozusagen auch diesen ganzen Streit um Ortsnamen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und wir haben natürlich eine Vielfalt an Verzeichnissen, sowohl in gedruckter Form als auch jetzt in der Gegenwart, eine Vielfalt an Online-Angeboten, die zur Verfügung stehen, wo ich mich orientieren kann, um welchen Ort geht es denn hier eigentlich, von wann bis wann hieß der wie. Darauf basierte als vielleicht dritter Ausgangspunkt unsere Beobachtung, dass in den Verzeichnissen, in denen Ortsnamen niedergelegt sind, natürlich immer ein gewisser Ordnungsanspruch darinnen steckt, zu sagen, eine Behörde, ein Amt, ein wissenschaftliches Editionsprojekt, wie auch immer, kommen daher und veröffentlichen gedruckt oder analog ein Verzeichnis von Ortsnamen, dann kommt das mit einem Autoritätsanspruch daher. Wir sagen, wir, die Veröffentlichung, das Gremium, die Behörde sagt, wir sagen, so und so heißen die Ortsnamen oder wir haben festgestellt, so und so hießen die Ortsnamen. Das heißt, diesen Verzeichnissen wohnt eine Ordnungslogik drin und bisweilen, gerade wenn es staatliche Verzeichnisse sind, natürlich ein Durchsetzungsanspruch. Ne? Ortsnamen, wie sie hier stehen, sind die gültigen, sind die einzig gültigen eventuell. Das Projekt war in 2 Teilen aufgebaut. Zum einen haben wir historisch-geografische Fallstudien angestellt. Ich habe unter anderem eine Promotion betreut, die sich mit der deutsch-polnischen Grenzregion von etwa 1700 bis zur Gegenwart beschäftigt und die sich fragt, wie und warum verändern sich Ortsnamen und Verzeichnisse und in welcher Weise führt dieses Ändern von Ortsnamen, von Verzeichnissen zu einem Wandel auch von Wissensordnungen. Und im zweiten Teil des Projekts, die sind nicht chronologisch gedacht, sondern parallel nebeneinander, ein im weiteren Sinne informationswissenschaftlicher Zugang. Wir haben eine Online-Anwendung gebaut, die ich Ihnen im Werbeblock meines Vortrags auch kurz zeigen kann, www.gazetteers.net, in dem wir es ermöglichen, dass man Inhalte und Metadatenstrukturen vorhandener digitaler Ortsnamensverzeichnisse miteinander vergleicht. Das Projektteam, ich habe meine Kolleginnen und Kollegen hier unten auf die Folie auch mit drauf geschrieben. Das tue ich auch deshalb, dass nicht bei Ihnen der Fehlschluss entsteht, als alles das, was ich Ihnen jetzt zeige, habe alleine ich erarbeitet. Gerade wenn Sie sich den Zuschnitt des Projekts vorstellen. Ich bin selber von Haus aus Historiker, wie Sie in der freundlichen Vorstellung gehört haben. Das bedarf der Zusammenarbeit mit Informatikern, Geografen und so weiter, um so etwas voranzubringen.
Vielleicht zunächst zum historischen Teil, zu den Ergebnissen. Es wundert jetzt erstmal nicht, dass es ganz unterschiedliche Akteure gibt, die so grob seit 1700 einen Anspruch daran haben, Ortsnamen festzulegen, Verzeichnisse rauszugeben. Die Verwaltung, die wollen Steuern erheben, da muss also klar sein, welcher Ort leistet eigentlich welche Abgaben. Im 19. Jahrhundert kommt die Eisenbahn dazu, die brauchen Fahrpläne, damit der Reisende sagen kann, er will nach Marburg und dann kommt er an der Lahn hoffentlich an und nicht in dem Marburg, das heute in Slowenien, glaube ich, liegt, ne, an der Drau. Wir haben konkurrierende Nationalbewegungen seit dem 19. Jahrhundert, also Bewegungen, die den Anspruch haben, Raum zu ordnen, Raum nach nationalen Vorstellungen zu sortieren. Das schlägt freilich auch auf Ortsnamen und die Verzeichnisse nieder. Wir haben spätestens seit etwa 1900 eine ziemlich starke Lobby für die Rechtschreibung, zu sagen, Dinge sollen standardisiert werden. Wir haben das Militär, das Orientierung im Gelände benötigt. Und last but not least, wir haben ja uns, die Kolleginnen und Kollegen, die im weiteren Sinne in historisch orientierten Fächern, in den Wissenschaften, in den Archiven, Bibliotheken und so weiter arbeiten und die Orientierung brauchen, um Dinge zu ordnen, zuzuordnen zu können. All diese Akteure, diese Gruppen bringen also eine unterschiedliche Ordnungsvorstellung in dieses große Feld von Ortsnamen rein. Ich hatte es gerade schon angesprochen, ne? Bei der Verwaltung ist vor allem die Steuererhebung, das heißt, es ist eine gestufte Ordnung aus Gemeinden, Landkreisen, heutzutage Regierungsbezirken und so weiter. Bei der Eisenbahn das Netz, ne? Sobald das Netz wächst und plötzlich in einem Eisenbahnnetz zwei Orte sind, die Neustadt heißen, brauchen Sie eine Ortsnamenänderung oder zumindest einen Zusatz, damit der Reisende noch versteht, in welches Neustadt er dann reisen soll. Bei der deutschen und polnischen Nationalbewegung hatte ich auch schon gerade angesprochen, ne? Das in dem Fall für die Grenzregion, die wir untersucht haben, da treffen zwei Regionen aufeinander, die auch von ihrer Sprache ganz verschieden sind. Das mag an der österreichisch-deutschen Grenze nicht so stark sein, weil das zwei deutschsprachige Länder sind. Bei allen Ländern, wo es zwei Sprachen sind, konkurrieren auch zwei Ortsnamen in zwei verschiedenen Sprachen. Bei der Rechtschreibung, ich habe das Beispiel mitgebracht, wenn es überlieferte Schreibweisen mit WIC, WICZ, WIZ gibt, gibt es eine Bewegung, die sagt, naja, das ist aber alles also überhaupt gar nicht Standard. Wir brauchen sozusagen Ortsnamen, die auch einer standardisierten Rechtschreibung folgen. Also soll das immer zum Beispiel WITZ Witz heißen. Bei Militär, Geländeordnung hatte ich gerade schon angesprochen und am Schluss, ich habe das historische Ordnung genannt, also die Spurensuche, auch nicht nur, aber auch in Archiven. Was ist denn sozusagen der erste belegte Ortsname? Kann man das darauf zurückführen und so weiter? Durch diese unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen und Ansprüche wollen eigentlich alle Akteure Klarheit, aber indem sie alle einer anderen Logik folgen und alle andere Verzeichnisse rausgeben, produzieren sie genau das Gegenteil, nämlich Unklarheit. Ständig konkurrieren verschiedene Verzeichnisse. Das gilt für die gedruckte Zeit bis in die 70er Jahre, aber das gilt auch seit den 70er Jahren, seit wir erste Ortsnamensverzeichnisse zum Beispiel in Lochkartensystemen und heutzutage, muss ich Ihnen alles nicht erzählen, ne, Wikidata, Google Maps und so weiter haben, konkurrieren also verschiedene Angebote. Heutzutage würde ich es runterbrechen auf drei große Gruppen. Wir haben amtliche Verzeichnisse, auch digital. Wir haben kommerzielle, ne, denken Sie an Google, Google Maps. Und wir haben Citizen Science Initiativen, Wikipedia, Wikidata und so weiter, in denen Ortsnamen verfügbar sind. Zweiter Teil meines Blogs, der Werbeblock. Die Anwendung Gazetteers.net, die ist inzwischen auch verfügbar online. Wenn Sie noch einen kleinen Moment warten, bis ich mit meinem Vortrag fertig bin, können Sie es dann gerne auch aufrufen. Wobei ich hinzusagen muss, Sie sehen das an dem Aufbau des Bildschirms. Das ist eine im weiteren Sinne kartenbasierte App, sodass das auf einem Smartphone ist eher eine mittelgute Idee. Ne? Man muss sich schon orientieren können im Raum. Auf einem Tablet funktioniert es. Bei einem Desktop-Rechner, so wie hier, geht es natürlich auch. Das ist jetzt alles offline. Ich führe Ihnen nur kurz vor, so grob mit ein paar Screenshots, was die Anwendung kann. Sie starten mit so einer Seite. Unsere Beispielregion war Ostmitteleuropa. Deshalb funktioniert es dafür am besten, weil wir dafür sehr viele Gazetteers eingebunden haben. Sie haben hier ein Suchfeld und hier die Möglichkeit, verschiedene Ortsnamensverzeichnisse auszuwählen, die Sie durchsuchen wollen. Sie können das durchsuchen. Ich habe einfach mal den Ortsnamen Lezhno eingegeben. Das ist so ein Allerweltsname in der slawischen Welt. Führt also zu sehr vielen Treffern. Die Treffer werden Ihnen hier drüben angezeigt. Sie können das auch noch eingrenzen, dass Sie nur
Treffer sehen wollen, die mit der Kennung, dass es sich um einen Siedlungsplatz und jetzt nicht um einen Bahnhof oder um ein Kloster oder irgendwas handelt. Wenn Sie etwas ausgewählt haben, sehen Sie, können Sie das ausklappen. Ich habe mal hier den Treffer in der gemeinsamen Normdatei in der GND aufgerufen. Da wird zum Beispiel die deutschsprachige Entsprechung, die in der GND, in dem Fall das heißt der Ortsname Lissa, mit hinterlegt. Sie können das hier oben, ist dieser rote Kreis, Sie können den die Metadaten auch exportieren. Wenn Sie den GND-Datensatz brauchen, nehmen Sie sich einfach mit als CSV. Was man auch machen kann, das kommt immer mal vor, Sie geben einen Ortsname ein und es kommt gar keine Nadel auf die Karte, weil es zu diesem Ortsnamen in einem Ortsverzeichnis keine Koordinaten hinterlegt gibt. Dann gibt es in unserer App die Funktion des sogenannten Matchings. Sie können also den Ortsnamen, wenn er hier, Moment, ich gehe nochmal einen zurück. Es ist also in einer Datenbank zwar der Ortsname vorhanden, ich habe jetzt Dependol mal eingegeben, führt zwar zu einem Treffer, aber nicht zu einer Nadel auf der Karte. Das heißt, der Ortsname ist zwar in einem Ortsverzeichnis hinterlegt, aber die Kollegen, die das Ortsverzeichnis erstellt haben, haben keine Koordinate hinterlegt oder irgendeine andere Hilfe. Dann können Sie den Ortsnamen, den Sie dort gefunden haben, abgleichen mit naheliegenden Treffern in den anderen Ortsnamensverzeichnissen. Das geht bei uns über eine Namensreferenz, also der Levensteinschen Varianz, der Buchstaben, die in dem Namen sind, und in einer geografischen Nähe. In dem Fall, wenn man das hier ausklappt, wird in dem Gazetteer noch ein weiterer Ortsname Rostocka mit angegeben. Und wenn Sie das mit anderen matchen, können Sie das ausklappen und wählen an, ja, das Ortsverzeichnis das eine, bitte mit allen anderen Gazetteers mal matchen und absuchen. Dann finden Sie in vielen anderen Gazetteers, zum Beispiel bei Geonames, was auch ein gängiges Gazetteer ist, finden Sie zum Beispiel einen Treffer und der kann Ihnen dann am Schluss auch auf der Karte angezeigt werden. Sprich, es ist ein Tool, das im besten aller Fälle zwei Dinge kann. Erstens eine Hilfestellung für die Alltagssuche nach Ortsnamen, dass man nicht 5 Gazetteers nebeneinander durchsuchen muss. Und zum Zweiten, wir nennen das die Gruppe der Power-User im weiteren Sinne, also jene Kolleginnen und Kollegen, auch vielleicht hier im Saal, die zum Beispiel den Datensatz aus der GND brauchen, um den von irgendwo zu importieren, zu exportieren und so weiter, dass man sich bei uns über diese Exportfunktion diese Metadatensätze angeln kann. Soweit. Ich komme zum Schluss mit einem Beispiel. Man muss sich natürlich fragen, da sind eine unglaubliche Menge an Daten jetzt natürlich drin, die wir hier abgreifen. Die Daten sind alle nicht von uns. Wir setzen unsere Suche nur auf vorhandenen Datenbanken auf. Und jetzt kann man sich fragen, sollte nicht eigentlich immer der Zweifel mitschwingen, was sind denn das eigentlich für Daten, die man dadurch sucht? Wo kommt das also her? Wer hat mal diese Daten eingepflegt? War es eine Institution? War es eine Initiative, die an einer Uni in einem Projekt entstanden ist? Ist es Wikidata oder wer auch immer diese Daten eingespeist hat? In dem Fall haben wir es also mit sowohl menschengemachten als auch maschinengemachten Einträgen zu tun. Und ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist in dem Fall aus Google. Wir suchen Google selber nicht, weil man die Google API nicht so gut abfragen kann für so eine Ortsnamensuche. Was wir alle kennen, ist Google Books. Ne? Man sucht irgendein Digitalisat von einem Buch, am besten 19. Jahrhunderts, urheberrechtsfrei. Ich habe mal das Städtebuch des Landes Posen von Heinrich Wuttke genommen. Da finden wir auch einen Ortsnamen, den suchen wir jetzt vielleicht. Es geht um Kuschwitza, liegt im heutigen Polen, am Niederlauf der Weichsel, zwischen Thorn und Danzig etwa. Denkt man sich, ja, wunderbar, kann das hier alles lesen. Dann hat im Text selber, in dem Verzeichnis, sind verschiedene Schreibweisen sogar überliefert. Wunderbar, also im Deutschen wird der Name hier mit Kruschwitz, sehen Sie oben, hinterlegt. Im Quellentext, das ist jetzt ein Teil der edierten Quelle in diesem Städtebuch, haben wir noch die Schreibweisen Kruschwitza und unten in einer Fußnote wird noch darauf verwiesen, dass es einer anderen Quelle Kruschwitza mit IJ, sehr ungewöhnlich fürs heutige Polnisch, hinterlegt wird. Man denkt sich, ja, wunderbar, man hat ziemlich viele Ortsnamen gefunden. Wenn man sich dann aber anguckt, was eine OCR, die auch in der Bayerischen Staatsbibliothek, wo dieses Digitalisat von Google mit hinterlegt ist, draus gemacht hat, dann findet man die Schreibweisen, die hier unten hinterlegt sind. Die passen überhaupt nicht mehr zu dem, was das menschliche Auge in dieser Edition liest, geschweige denn, man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Die Frage ist ja auch, was der Editor, also der Heinrich Wuttke damals, seinerseits schon aus den handschriftlich überlieferten Quellen in diesen Text seiner Edition genommen hat. Sprich, wir kommen zu so einem Mehrschichtensystem, wo man sich fragen muss, was ist denn eigentlich das, was hiermit abgesucht wird? Und jeder, der vielleicht noch bei Google Books so ein bisschen müde gelächelt hat, naja, da darf man ja sowieso keine so hohen Qualitätsansprüche haben,
Da würde ich mal fragen, wie geht es uns denn, dass wir solche Digitalisate dann in einer der wirklich größten Universitäts- und Landesbibliotheken, und ich will jetzt gar nicht auf die Kollegen in Bayern zeigen, das geht wahrscheinlich im Herder-Institut ganz genauso in unserer Bibliothek, das wird wahrscheinlich bei ganz vielen Bibliotheken in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt so sein, dass wir Daten integrieren, die von anderswo mal kommen und wo wenig Zeit und Energie da ist, um all diese Metadaten, die dort mitgeliefert werden, ja, also dieses Beispiel hier mit den Varianzen in den Schreibweisen, wo das alles überhaupt noch jemand händisch durchsucht. Ich komme deshalb zur Zusammenfassung. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart haben wir es in vielen Fällen mit einer Konkurrenz verschiedener Ortsnamen und auch konkurrierenden Ordnungsansprüchen zu tun, deren Ziele teils quer zueinander liegen, was im 19. Jahrhundert beispielsweise die Konkurrenz zwischen dem Ordnungssystem der Eisenbahn, also ein netzbezogenes System, das nicht darauf achtet, was zwischen diesem Netz ist, das ist eigentlich egal, einerseits, und dem Ordnungsanspruch beispielsweise einer Rechtschreibreform. Es muss sozusagen alles einer Regel sozusagen folgen. Das ist heutzutage die Konkurrenz zwischen Angeboten wie Wikidata, Google Maps, der GND und anderen Angeboten. Dass das alles nicht nur eine akademische Diskussion ist, zeigt der gegenwärtige Krieg in der Ukraine, wo Ansprüche auf Raum auch damit gerechtfertigt werden, dass eine Ortsnamensform, die in der Ostukraine überliefert wird, entweder darauf abgeklopft wird, ob man sie zu einer ukrainischen Kultur hinzurechnen könnte oder zu einer russischen Kultur. Für die Geschichtswissenschaft und das Archivwesen ist sicher eine der größten Spannungen der Gegenwart, dass es einerseits das Verlangen gibt nach immer schneller und umfassender Verfügbarkeit von Digitalisaten historischer Quellen auf der einen Seite und auf der anderen Seite den, wie ich finde, ziemlich hohen Preis, den wir dafür bezahlen, in dem von Mensch und Maschine generierten Daten in gleichsam dicken Schichten sich auf die historischen Quellen ablagern. Bevor ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke, nur noch der kurze Hinweis. Der Direktor des Herder-Instituts, Peter Haslinger, hat es gestern in seinem Vortrag schon mal kurz angesprochen. Wir haben leider in dieser Woche zwei Parallelveranstaltungen. Das Herder-Institut beteiligt sich mit großer Freude am archivwissenschaftlichen Kolloquium. Zugleich tagt der Leibniz-Forschungsverbund mit etwa 30 Gästen bei uns im Herder-Institut. Ich bitte Sie deshalb um Nachsicht. Ich bin bei diesem Panel natürlich noch da und auch zur Pause und muss anschließend aber zu einem anderen Panel dann hoch auf den Berg. Das ist keine Geringschätzung der guten Arbeit des archivwissenschaftlichen Kolloquiums, sondern leider eine Terminkollision, die wohl in langfristiger Planung nicht so richtig absehbar war. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Lotz, für Ihren Vortrag. Gibt es eine Verständnisfrage an den Referenten? Bitte. Mich würde interessieren, ob Sie Möglichkeiten erwogen haben, diese Unsicherheiten in den Ortsnamenzuschreibungen, die die verschiedenen Datenbanken mitliefern, die für den Nutzer irgendwie zu markieren, sichtbar zu machen. Wir hatten das ja gestern, Ambiguitäten aushalten, ne, was für mich als Nicht-Computermensch interessant klingt. Und ich mich dann frage, kann man das denn überhaupt irgendwie machen? Ich schätze, Sie haben das überlegt und darauf zielt meine Frage. Danke. Vielen Dank. Ja, tatsächlich. Wir haben das überlegt. Wir haben das auch überlegt, ob wir das in die App integrieren können, dass man also quasi hier bei diesem Fenster, in dem verschiedene Datensätze miteinander zwischen zwei. Und wir haben uns darauf verlegt zu sagen,
Punkt muss einfach der Mensch wieder eingreifen und muss quasi mit seinen Augen das auslesen und muss selber dann, man kann diese Tabellen nach allen gesetzt, bei unseren breiten Bildschirmen, können sich sogar Treffer nebeneinander aufmachen und dann würde man die einzelnen Varianzen auch einzeln lesen. Guten Morgen und vielen Dank für die Vorstellung und die Möglichkeit, hier zu stehen bei dem schönen Wetter. Auch vielen Dank für die zahlreiche Anwesenheit. In den folgenden knapp 14 Minuten werde ich Ihnen unser Langzeitprojekt vorstellen, das nun kurz vor der Online-Stellung steht. Der Braunschweiger ProfessorInnenkatalog oder so der lateinische Titel, das können wir auch, Catalogus Professorum Consultensis. Mit Finden, Validieren und Verknüpfen lassen sich die Arbeitsschritte, Möglichkeiten und Herausforderungen gut zusammenfassen, die mit einem solchen Projekt verbunden sind. Warum wir uns dem gestellt haben, was es uns bringt und wie wir es weiterführen werden. Oder um auf die gestrigen Vorträge zurückzukommen, es geht um Standardisierung, Interoperabilität und ein ganz klein bisschen um Automatisierung oder um das Fehlen derselben. 1900, das ist nicht nett. Ja, so. 1978 erfolgten erste Schritte zum Aufbau des Uni-Archivs. Schon hier dachte man an eine umfassende Dokumentation über diejenigen, die als Lehrende die Universität geprägt haben. Die Sammlung von Material über die lange Zeit ausschließlich männlichen Lehrer, Professoren, Hofmeister, Lektoren, Dozenten und andere war eine Gründungsaufgabe des Archivs. Denn die Geschichte einer Hochschule ist zunächst einmal die Geschichte derjenigen Persönlichkeiten, die an ihr gelehrt, gewirkt und geforscht haben. So das Vorwort im ersten Band. Und ich möchte ergänzen natürlich auch derjenigen, die hier Lernen und das Campusleben als Studierende prägen und dazu kommen wir noch. Das Archiv bewahrt nicht nur die Überlieferung der Technischen Universität, sondern geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Bis zum herzoglich-braunschweigischen Vorgänger. Im Sommer 1745 nahm das Collegium Carolinum als höhere, damals noch voruniversitäre Bildungseinrichtung den Betrieb auf. Daraus wurde nach einer kurzen Unterbrechung als Militärschule das Polytechnikum, die Technische Hochschule, und 1968 schließlich die Technische Universität. Traditionsstiftend gilt die Gründung des Kollegiums daher als Gründungsjahr der TU. 1995 feierte man folgerichtig das große 250-jährige Bestehen. Wir verdanken diesem Jubiläum den Impuls zum Aufbau des Uni-Archivs, damals noch mit der Funktion einer Dokumentationsstelle zur Uni-Geschichte und angesiedelt am Historischen Seminar. Ausgangspunkt der Arbeiten am ersten Band des Professorenkatalogs waren die Auswertungen der Vorlesungs- und Lehrkörperverzeichnisse. Es folgte die Durchsicht von weiterem Material bis hin zur Auswertung von Archivquellen im Niedersächsischen Landesarchiv in Wolfenbüttel und im Stadtarchiv Braunschweig. Band 1 erschien 1986 und umfasste das gesamte Lehrpersonal bis 1877, also nicht nur die Professoren, auch die Assistenten, Hofmeister und so weiter. An Band 2 wurde direkt anschließend gearbeitet, aber auf eine gänzlich neue Weise. Es wurde eigens eine Allegro-Datenbank angelegt. Allegro ist eine vielfältig einsetzbare Datenbanksoftware, die in Braunschweig an der und für die Bibliothek entwickelt wurde. Bei uns ist sie nicht mehr im Einsatz in über 100 Bibliotheken, aber bildet sie nach wie vor die Grundlage der dortigen Bibliothekskataloge. Band 2 erschien 1991, ist als Druck jedoch nur ein schlanker Repräsentant dieser Datenbank, die damals auch Professorendatei genannt wurde. In Allegro war ein Teil der textbasierten Informationen, die für eine statistische Auswertung interessant sein könnten, nach bestimmten Klassenmerkmalen kodiert. Erhalten blieb leider nur eben dieser analoge Repräsentant. Die Sicherung der Dateien war nicht möglich und bislang ist es mir nicht gelungen, eine digitale Spur zu finden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwo noch eine CD rumliegt, aber naja, seit 1994 ist es spurlos verschwunden. In den 90er Jahren kam das gesammelte Material und die personellen Ressourcen des Uni-Archivs zur Universitätsbibliothek und es begann neben vielen anderen Aufgaben die Arbeiten an der Fortsetzung des Professorenkatalogs. 2020 schließlich hätte das nächste Jubiläum angestanden, aus bekannten Gründen fielen die Feierlichkeiten jedoch aus. Die Arbeiten zogen sich nicht zuletzt aufgrund von Personalmangel hin. Immerhin galt es, erst einmal die Überlieferung der Universität selbst sicherzustellen. Damit sind wir auch heute noch in erster Linie beschäftigt, wie Sie sich sicher vorstellen können. In diesem Projektabschnitt setzte man vor allem auf Selbstauskünfte in Form von Fragebögen, die an die ProfessorInnen geschickt wurden. Viel Wert legten die Bearbeitung damals auf deren Zustimmung zur Datenspeicherung und
Denn anders als zuvor hatte man es für die Zeit nach 1945 mit überwiegend noch lebenden Personen zu tun. Das Projekt geriet 1996 erst einmal ins Stocken. Auch die beiden später geplanten Teilwände kamen so nicht zustande. Ab 2013 entschied man sich schließlich für eine Online-Datenbank auf Basis der Open-Source-Software MyCore. Und jeder dieser bisher vorgestellten Abschnitte hatte ein eigenes Erfassungsschema, eigene Datengrundlagen, Aufnahmekriterien und Rubriken. MyCore auch. Das Metadatenschema, das die Universität Rostock, eine alte und in unserem, also in dem Fall sehr viel ältere als hier, von Universität Schwierigkeiten entwickelt hatte. MyCore ist ein Rahmen für die Erfassung, Verwaltung und Präsentation digitaler Objekte und deren Metadaten. Es hat ein breites Anwendungsspektrum und damit läuft unter anderem auch die Plattform Leopard. Diese tierische Abkürzung steht für TU Braunschweig Publications and Research Data. Diese Plattform ermöglicht den Zugang zu elektronischen Publikationen und Forschungsdaten. Wir können hier also entsprechendes Know-how an der Bibliothek bündeln und auf Erfahrungen im technischen Bereich zurückgreifen. Für die inhaltliche Gestaltung haben wir uns eng an den Entwurf aus Rostock gehalten. Das erwähnte Metadatenschema der MyCore-Datenbank ordnet die Informationen eines wissenschaftlichen Lebenslaufs in Rubriken und Felder. Kurzbiografien aller Lehrkräfte der TU Braunschweig und ihrer Vorgängereinrichtungen von der Gründung bis 1745 bis zum jeweils laufenden Jahr werden zusammengefasst. Diese Kurzbiografien bestehen aus Zeitraum der Tätigkeit in Braunschweig, Forschungsgebiet und Zuordnung der Professur sowie Angaben zu Lebenslauf, wissenschaftlicher Vita, Werken, Quellen, Literatur und das Ganze ist verknüpft mit Online-Ressourcen. Unsere Herausforderung dabei ist die Datenintegration. Eine Universitätsstruktur haben wir erst seit Ende des 19. Jahrhunderts. Erst im Laufe der Zeit entwickelten sich Fakultäten, die Unterscheidung von Ordinariaten oder die Ämter der akademischen Selbstverwaltung. Der Lebenslauf eines Assistenten an der Polytechnischen Schule um 1850 weicht mitunter erheblich von den Informationen über eine heute lehrende Universitätsprofessorin mit zahlreichen Funktionen und Mitgliedschaften ab. Einerseits wollen wir sämtliche Informationen der vorhandenen Konstruktenkataloge übernehmen, andererseits müssen sie natürlich zum nun genutzten Metadatenschema passen. Ein Beispiel, die vorher einzeln aufgenommenen Patente, immerhin sind wir eine technische Universität, müssen heute ins Textfeld der Zusatzinformationen verschoben werden. Zudem unterliegen die Daten noch lebender Personen natürlich datenschutzrechtlichen Beschränkungen. Zustimmungspflichtige Informationen, die möglicherweise die schutzwürdigen Interessen Dritter berühren, müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Immerhin, die Angaben zur Mitgliedschaft in der NSDAP führen wahrscheinlich heute nicht mehr zu größeren Schwierigkeiten. Die TU hat schon vor Jahren wichtige Informationen über die damaligen Mitläufer, Täter sowie die Opfer des NS an der Hochschule in zwei Bänden veröffentlicht. Quellenkritisches Arbeiten und sorgfältige Prüfung ist bei Massendaten alles andere als ein zügiges Unterfangen. Stand jetzt haben wir mehr als 2000 Datensätze zusammengetragen. Einzelne Datenfelder können nicht mit Quellenangaben belegt werden. Insgesamt übernehmen wir also als Archiv am Ende die Garantie für die Authentizität der Angaben, damit der Katalog zitierfähig ist. Hier ein Blick auf einen Datensatz, mein gern gewähltes Beispiel Richard Dedekind, denn er hat hier schon sein Porträtfoto, anders als viele andere. Sie sehen, hoffentlich, genau, hier einen Teil der Felder etwas genauer. Die rot hinterlegten Einträge von Vater und Bruder, Julius Leding und Ulrich Dedekind und Adolf Karl Julius Dedekind sind rot hinterlegt, denn sie zeigen Verlinkungen an. Beide waren ebenfalls an der Hochschule tätig und haben eigene Einträge. Alle drei Datensätze sind miteinander verknüpft. Das dahinterliegende Modell unserer Kataloge gibt die Struktur und die Unterscheidung in einzelne Felder und Segmente vor, die sich auch als rote Überschriften sehen, also Einrichtungen, Lehr- und Forschungsgebiete, Lebensdaten und so weiter. Dass der ProfCard mehr als ein Nachschlagewerk ist, dafür sorgt diese möglichst weitgehende Standardisierung und maschinenlesbare Darstellung. Diese hat noch ihre Grenzen, auch eine ausgefeilte Ontologie haben wir noch nicht. Hier ergeben sich zukünftig hoffentlich weitere Möglichkeiten der Verknüpfung mit unserer archivischen Verzeichnungsarbeit. Der Einsatz von Normdaten nicht nur für Personen, sondern auch für Institute und Einrichtungen, wobei wir ja gestern schon gehört haben, dass sie sich munter fleißig umbenennen, das ist an der Uni nicht anders. Die vernetzte Erschließung nach dem neuen Standard Records in Context, das Denken in Linked Data und Interoperabilität überhaupt. Zukünftig, denn dazu müssen wir erst einmal unsere Systeme fit machen. Der aktuelle Stand unserer Ziele, die verifizierte und zuverlässige
zuverlässige Daten anzubieten, angereichert mit GND-Normdaten, Kurzbiografien und hoffentlich jede und jeden Professoren bis zum aktuellen Semester. Das alleine ist schon ein Problem, überhaupt mitzubekommen, wer berufen wird, wer emeritiert wird. Allerdings den akademischen Mittelbau, den bilden wir nicht ab, jedenfalls nicht ab 1945. Angesichts der gerade äußerst virulenten Debatten um Befristungen, Verlagerung von Aufgaben und Auswirkungen von Drittmittelförderung auf die Struktur der Universität wäre es natürlich interessant, hier historische Entwicklungen der vergangenen 60 bis 70 Jahre visualisieren zu können. Eine weitere Lücke, die wir möglicherweise schneller schließen können, ist die sozusagen interpersonelle Vernetzung, die wissenschaftsgeschichtlich relevant ist. Allen voran die maschinell lesbare Identifizierung von Doktorvater bzw. Doktormutter. Das ist zurzeit auch nur ein mit anderen Informationen gefülltes Textfeld, also nicht automatisch auswertbar. Damit es uns die zeitnahe Anlage und Anreicherung gelingt, planen wir zukünftig ein Nebeneinander von Erschließung und Erfassung. Das heißt, die BearbeiterInnen der Personalaktenbestände werden neben der jeweiligen Aktenerschließung gleichzeitig wesentliche Informationen in den Katalog eingeben. Das erfordert selbstverständlich etwas mehr Zeit bei der Bearbeitung einer einzelnen Akte, etwa eine Stunde pro bearbeiteter Person. Zudem muss entsprechend geschult werden. Die Akten, die zur Bearbeitung anstehen, werden größtenteils nach den Schutzfristen unterliegen. Es dürfen also nur eingeschränkte Informationen in den Katalog wandern. Diese Informationen wiederum liegen in gebündelter Form und ausreichend validiert vor. Beides zusammen ergibt definitiv einen Gewinn für das Archiv. Wir erweitern unser Datenangebot und halten zugleich für andere Bestände Hintergrundinformationen bereit, also die Zuordnung der Institute oder Lehrstühle. Bei der sehr heterogenen Struktur der Universität ist das nicht zu unterschätzen. Die Integration mit der Erschließung anderer Bestände wird uns leider nur punktuell gelingen, beispielsweise bei Berufungsakten oder Unterlagen aus den Instituten. Wir werden die Effizienz der Aktenerschließung abwägen müssen. Und so wie es sich mir derzeit darstellt, wird das beschriebene Nebeneinander nur in Einzelfällen, bei den Personalakten vor allem, sinnvoll sein. Vorrang hat insgesamt die zügige Verzeichnung. Erschwerend kommt eine noch ungelöste Aufgabe unseres Archivinformationssystems Arkansas hinzu. Es kann noch nicht, beziehungsweise noch nicht für uns erreichbar gut, mit Normdaten umgehen. Das heißt, wir können zwar die URL verlinken, allerdings ist diese noch nicht ansprechbar für Schnittstellen. Daher funktioniert eine automatische Verbindung zwischen ProfK-Datensatz und Verzeichnungseinheit noch nicht, wie es jetzt bereits in Wikipedia und zu anderen Angeboten mit Normdateneinträgen über die Wiegen-Schnittstelle möglich ist. Gleiches gilt allerdings auch für unser Bibliothekssystem. Eine automatische Suchabfrage, um sich alle verfügbaren Publikationen zu dieser Person anzeigen zu lassen, das funktioniert noch nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Ein Schema, drei Kataloge. Mittlerweile arbeiten drei Universitäten mit einem einigermaßen identischen Metadatenschema. Die Universität Rostock, die Universität Hamburg und wir. Rostock ging 2006 online, Hamburg pünktlich zum 100-jährigen Bestehen 2017. Wir folgen hoffentlich Ende des Jahres. Alle drei arbeiten mit Maiko und entwickeln gemeinsam die Datenbankbasis weiter. Geplant ist beispielsweise eine Kartendarstellung der Lebenswege. Wir hoffen, weitere Universitätsarchive begeistern zu können, denn Akademia ist eine vernetzte Welt und je mehr Kataloge, desto mehr Verknüpfung, desto wertvoller der Datenbestand. Bei Oldenburg arbeiten schon ziemlich erfolgreich, die arbeiten dort am nächsten Katalog. Wie wird es weitergehen? Die Personalausstattung des Archivs lässt zeitaufwendige Nacharbeiten am Katalog nicht zu. Dennoch ist eine Datenbank nur dann sinnvoll einsetzbar, wenn sie, ihre Inhalte und ihre technische Basis gepflegt werden. Und die lange Genese des Projekts zeigt auch, es gibt nach wie vor ein großes Interesse an der Realisierung. Die Arbeit von Jahrzehnten soll sichtbar und vor allem endlich frei zugänglich werden. Als Nachschlagewerk wird der ProfCard zumindest intern bereits rege genutzt. Einige Anfragen konnten dadurch schon und vor allem sehr zeiteffizient beantwortet werden. Darin sehen wir derzeit zumindest den größten Nutzen für uns. Auch wenn weitere Auswertungsmöglichkeiten vorhanden sind, wird es für absehbare Zeit in erster Linie um die schnelle Bereitstellung einfacher, überschaubarer, gebündelter Informationen gehen. Etwa, in welchem Zeitraum war Hans-Jürgen Matthies Vizepräsident der TU, welche Professur hatte Erika Hickel inne, und was wissen wir über einen kürzlich verstorbenen Professor, für den ein Nachruf zu schreiben ist? Die bereits angesprochenen Studierenden wollen wir bei alledem nicht aus den Augen verlieren. Rostock und Hamburg haben es vorgemacht und ihre Matrikel in Datenbankform gebracht. Darin sind die Namen und Einschreibungen aller Studierenden vergangener Zeiten nachvollziehbar. Diese Daten haben wir auch und die Umsetzung könnte bald folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Position informieren Sie darüber und fragen beispielsweise, ob Informationen zu dieser Person auch vor Ablauf der grundsätzlichen Fristen veröffentlicht werden dürfen? Idealerweise würden wir das gerne tun. Das war das, was in den 90er Jahren mit den Fragebögen auch versucht wurde. Zurzeit ist es uns noch nicht gelungen, überhaupt mal alle ProfessorInnen über diesen Katalog zu informieren. Wir haben das versucht über die Fakultäten. Von 6 Fakultäten haben 3 geantwortet, wohlwollend. Also die fanden das alles eine super Idee, weil die auch eben diese Informationslücke im Hinterkopf haben. Aber ob die das dann an ihre Lehrstuhlinhaber weitergegeben haben, das weiß ich nicht. Ich hoffe es, weil das war der Arbeitsauftrag. Wir werden es halt aus personellen Gründen einfach nicht schaffen. Wenn nicht überhaupt von der Personalabteilung, das ist diese fehlende Automatisierung. Eine Liste der berufenen ProfessorInnen bekomme ich, natürlich würde ich die gerne ansprechen. Auch aus dem Grund, dass ich Ihnen gerne sagen würde, wir sind übrigens das Archiv und auch für Sie zuständig. Aber ob uns das gelingt, das wird die Zukunft zeigen. Darf ich dazu was ergänzen? Ja. Dennis Horwath vom Universitätsarchiv in Hamburg, wir sind eine der anderen beiden Kataloge. Wir handhaben das so, dass wir von den lebenden Professoren die Daten veröffentlichen, die sie selbst auf ihre Homepage stellen. Und, oder die bei uns im FIS hinterlegt sind. Also wir greifen da auf Daten zurück, die schon veröffentlicht sind. Ja, im Prinzip schließt sich das halt ein, dass dadurch, dass wir eben ganz wenig Informationen über die aktuellen Semester überhaupt online stellen und wir auch nicht in das Problem reinlaufen, dass wir schon wieder zu viel recherchieren. Vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, dass ich hier vortragen darf. Wie es gerade schon gesagt wurde, ich spreche nicht über Verwaltungsschriftgut, sondern über eine andere Art von Quelle, nämlich archivierte Wertinhalte. Das Archiv der Sozialen Demokratie sammelt archivierte Wertinhalte seit den schweren 1990er Jahren. Leider wird die Quelle bisher sehr selten genutzt und auch deshalb versuchen wir neue Wege zu finden, wie man die vielleicht besser für die Forschung bereitstellen kann, was eine vielschichtige Angelegenheit ist, wie bei allen Digital Bonds, Reborns. Dazu möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen und zwar werde ich damit beginnen, einmal eine ganz knappe Einordnung von archivierten Webinhalten als Quellen zu geben, also was da so ein bisschen die Besonderheiten sind. Dann welche Informationen es braucht, um diese Webseiten quellenkritisch einzuordnen. Dann in Punkt 3 und 4, die zu der Frage zu kommen, in welcher Form lassen Sie diese Informationen sichern und auch bereitstellen, wobei bei Punkt 3 und 4 ich eben unseren Versuch der Antwort auf diese Fragen konkret bei uns im Archiv vorstellen. Aber erstmal kurz zu archivierten Webseiten als Quelle. Hier das war der Jugendparteitag 1996 der SPD. Eine gewissermaßen eine unserer ältesten Quellen. Ich werde noch dazu kommen, inwiefern gewissermaßen. Hier sehen wir eben die Oberfläche, wie sie sich in dem Webbrowser zeigt. Darunter gibt es aber eben schon mal gleich die erste den Hidden Layer, der dann eben auf andere HTML-Seiten verlinkt. Nils Brügger hat schon 2018 sehr ausführlich analysiert, wie das Live-Web und archivierte Webinhalte als solche dann quasi als Quelle ihre Spezifika entwickeln. Während das Live-Web ein Born-Digital ist das die archivierte Webseite, was eigen zusammengesetzt und insofern ein Reborn-Digital. Es hat eigene Eigenschaften und bei Webseiten bestehen die ganz spezifischen Charakteristika von archivierten Webseiten sind, bestehen zum einen darin, dass es kein stabiles Original gibt. Schon im Archivierungsprozess gibt es kein stabiles Original, was dazu führt, dass während alle Sammlungen unvollständig sind, man bei der archivierten Webseite das Problem hat, man hat auch gar keinen konkreten Vergleich, man kann gar nicht sicher gehen, wie man die Vollständigkeit überprüfen soll. Damit ist auch jede archivierte Webseite immer keine Kopie, sondern eine Version. Also man kann eigentlich wirklich von Kopien sprechen. Und als vierten Punkt, man muss immer damit rechnen, dass man inkonsistenten, vor allem zeitliche Art in den archivierten Webseiten haben. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das ist ein Tweet von 2017, den wir aber 2022 archiviert haben. Und da wird jetzt die Statusanzeige von 2022 mit diesen ganzen Spritzen kombiniert mit dem Tweet von 2017. Ich glaube, dass 2017 diese Spritzen nicht so üblich waren im Status. Damit komme ich also quasi dazu, was wir an Inf-
zum anderen die Festlegung von signifikanten Eigenschaften. Was definieren wir für unser Archiv als Bewahrenswerte? Immer mit dem Ziel, den Versuch, das zu bewahren, denn damit sind wir auch in den technischen Bedingungen, je nachdem, wie wir entscheiden, also was wir als signifikante Eigenschaften ermitteln, gibt es verschiedene Methoden der Archivierung, die dann aber auch eine Rückwirkung darauf haben, was wir tatsächlich einsammeln. Und das sind wir dann bei, das hat ja gestern auch schon mal betont, dass zum Beispiel YouTube-Videos ein Problem sind in der Einbettung. Und das ist nur einer der vielen Probleme, die bei der Archivierung auftauchen können. Dann komme ich jetzt quasi zur konkreten Umsetzung bei uns. Wir setzen im ADSD auf Archivierung über Web-Harvesting, das heißt, man lässt einen Crawler über diese Webseiten laufen und sammelt die Dateien ein. Die werden dann in dem ISO-Standard-Format, Web-Archiving-Format, dem WARC-Format verpackt. Der Vorteil daran ist auf jeden Fall, also einer der Vorteile davon ist, dass quasi auch in diesem Format schon viele Informationen zu den technischen Rahmenbedingungen des Crawls mitgeschrieben werden. Ich habe das hier mal ein bisschen rausgehoben. Also man kann hier jetzt zum Beispiel mitlesen, wann diese konkrete Zeitschrift hier angelegt worden ist, mit welcher Software angelegt worden ist. Und in diesem Format wird auch die Kommunikation zwischen den Client und dem Server mitgeschrieben. Also das HTTP wird quasi mit protokolliert. Daneben entstehen in dem Prozess auch noch diverse andere Dokumente. Also es werden diverse Blogs mitgeschrieben, Reports, die wir auch alle sichern. Und was wir auch sichern, ist das hier ist zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Dokument, in dem festgelegt wird, wie der Scope des Crawls aussieht. Also hier jetzt mal ganz banal wird festgelegt, welche Domain, also welche URL eingesammelt wird oder was der Seed ist, wenn im Ausgang. Das Dokument ist sehr viel länger, aber es wird dann auch unübersichtlich. Aber hier wird, also in diesen technischen Bedingungen wird natürlich nicht mitgeschrieben, warum wir was einsammeln oder nach welchen Kriterien. Und das sind Informationen, die wir dann zusätzlich noch nachhalten. Wir erschließen die archivierten Webseiten ganz traditionell nach ISAT-G in Scope Archiv. Dabei wird quasi für die einzelnen Crawls dann auch nachgehalten, was der Anlass des Crawls war, also ob wir anders gezogen, zum Beispiel zu einer Wahl eingesammelt haben oder periodisch. Außerdem wird mitgeschrieben, wenn es quasi auch Probleme gab, technische Natur, die nicht mitgeschrieben werden von der Software, zum Beispiel Stromausfall, ganz banal. Dazu gibt es dann eben auch noch quasi die Einträge zum Thema quasi Bestandsgenese oder Archivierungsgeschichte, wo drin steht, wenn sich das Sammlungsprofil geändert hat oder die sich geändert hat, dass wir. Dankeschön. Oder wenn wir eine Software gewechselt haben. Daneben haben wir die Dokumentation dessen, was wir als signifikante Eigenschaften festgelegt haben, wobei auch das ist natürlich eine kleine Auswahl, also das ist jetzt nur so eine kleine Tabelle eines deutlich längeren Dokuments, in dem wir auch natürlich festhalten müssen, dass was wir bewahren wollen, nicht unbedingt das ist, was wir bewahren können, leider. Dann komme ich jetzt zur Bereitstellung. Und hier muss man sagen, ich hoffe, es hat niemand eine Einzellösung erwartet, denn de facto ist es natürlich mit einem, es kommt darauf an, es kommt letztlich auch sehr darauf an, was die Forscherin, der Forscher braucht. Die Recherche, also als Rechercheeinstieg gibt es erstmal zwei Möglichkeiten, zum einen Scope Archiv, wo dass man quasi einfach einen sehr einfachen, flachen Überblick gewinnen kann, auch nach Provenienzen geordnet eben. Und dann gibt es Solar Wayback. Solar Wayback ist eine Software der dänischen Königlichen Bibliothek, über die WARCs Volltext indexiert werden und dann mit weiteren Metadaten angereichert werden. Also dadurch ist eine Volltextindexierung möglich und eben aber auch eine Filterung zum Beispiel nach Dateiformaten. Wenn man dann jetzt quasi beim Zugang, kommt es jetzt einfach sehr darauf an, ob ein Forscher eher qualitativ dran gehen würde oder computational, beziehungsweise ich habe gestern gelernt, kann jemand auch komputationell sein. Wenn man jetzt eher einen qualitativen Zugang hat, bieten wir an,
Der Nachteil daran ist ein bisschen, dass man hier relativ wenig Zugang nur zu Metadaten hat. Deshalb würden wir immer auch empfehlen, dass man auch wenn man qualitativ arbeitet, die Zeit trotzdem auch nochmal eine Pseudo-Valid anschaut, wo man schon mal einen besseren Zugang hat, auch sich mal den Roar-Kette anzuschauen. Zeige ich gleich auch nochmal. SolarWavec wiederum bietet aber auch die Möglichkeit, dass man sich eben, weil wir in diesen archivierten Webseiten letztlich a bag of files haben, also files als ein Booster-Dateien, die ja auch ganz anders zusammengesetzt werden können, als nur so, wie sie ursprünglich mal waren. Und SolarWavec bietet eben die Möglichkeit, das dann auch anders zu filtern und dann entweder zum Beispiel alle Bilder als Suchergebnisse sich als WAG wieder eben exportieren zu lassen oder bei textuellen Inhalten auch das als JSON oder als CSV sich exportieren zu lassen. Und da können wir eben auf Basis unserer Hinterlegeverträge Nutzungskopien auch an NutzerInnen rausgeben, sodass die dann damit auch ihren eigenen Rechner wieder weiterarbeiten können, weil mit den CSVs an sich, also das geht ja nicht auf unseren Rechner sozusagen. Und wir wären insofern auch bereit, natürlich nach Nutzungsanteilen so, auch ganze WAGs auszugeben, wie wir sie eben produzieren. Und zusätzlich müsste man das aber natürlich immer für die Quellenkritik auch ergänzen, um das, was nachgehalten ist, im Scope-Archiv, also aus der Bestandsgeschichte zum Beispiel, was in den Logs und in den Reports drinsteht. Und um es ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich es hier nochmal, also das hier ist nochmal die Seite von 1996, wie sie sich im Pile-Wayback anzeigen lässt. Wenn man jetzt hier oben reinschaut, sieht man 3. April 2008. Wir haben eine gewisse zeitliche Diskrepanz, würde ich sagen. Wenn man sich jetzt diese Webpage einmal anzeigen lässt in SolarWavec, sieht dann im Suchergebnis so ungefähr aus, kann man sich hier unten den Roar-Keller anzeigen lassen. Und wenn ich hier jetzt nochmal quasi was vergrößert rausgenommen habe, sieht man, okay, oben steht Roar-Date April 2008, soweit so identisch. Aber War Creation steht 19. Mai 2023. Dann haben wir also nochmal eine zeitliche Diskrepanz. Um die zu verstehen, kann man jetzt einen Blick werfen, zum Beispiel in die Bestandsgeschichte, die uns zum einen sagt, dass 2008 das Sammlungsprofil erweitert worden ist. Und zu dem Zeitpunkt sind, und da muss ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich auch eben noch nachträglich die alten Parteiwebseiten also Parteitagswebseiten noch mal gecrawlt worden. Um das zu verifizieren, müsste man jetzt aber tatsächlich auch nochmal externe Quellen anziehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch was dazu haben, wie die Webseitengestaltung 2008, also dann mit späteren Quellen. Und man würde auch sehen, dass es seit 2023 ein Projekt gibt, in dem noch nicht im WAG-Format vorliegende Webinhalte ins WAG-Format konvertiert werden. Da arbeiten wir gerade dran. Wobei man das wiederum auch nachvollziehen könnte mit durch einen Blick in das WAG in dem Fall, wo hier auch drin steht, mit welcher Software, mit welchen Parametern tatsächlich diese Konversion von der Fileablage in das WAG erfolgt ist. Zusätzlich gäbe es in dem Fall auch noch Log-Dateien. Also man sieht, es gibt eine ganze Menge Dateien, die man quasi hier heranziehen muss, um das zu beurteilen. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen einen komplexeren Fall gewählt, um es ein bisschen zu veranschaulichen, das ist jetzt auch erstmal rein qualitativ. Wenn man das jetzt quasi quantitativ macht, auch ein bisschen was anschaulich ist. Insofern sieht man, ist quasi das, was wir ForscherInnen zur Verfügung stellen würden, dann schon auch jeweils mit auf den Einzelnen, würde sich je nach Einzelfall sehr unterscheiden. Und da muss man jetzt sagen, ist halt, irgendwo wie ist es am Anfang in der Panelisierung, das mit Best Practices, ich würde eher von, ich hoffe, ich würde Enough Practices sprechen, die dann hoffentlich, wenn ForscherInnen kommen, wir dann verbessern können. Und also eine Option wäre zum Beispiel im Moment wieder in der Library of Congress, wo darüber nachgedacht, dass man irgendwie, wenn man Data Sheets oder Datasets heißt das wohl, dass das Konzept anwenden könnte, vielleicht auch um dann zur Beschreibung der Datensets, die wir dann ForscherInnen zur Verfügung stellen.
Problem, das wir in Hamburg gerade haben? Also wir haben die Einstellung, dass im Prinzip alles mitkommen soll. Wobei, also wir haben keine technische Einstellung, dass wir das nicht mitnehmen. Wobei man da wieder ein bisschen zeigen muss, dass es halt auch wieder die, also unsere wir machen eine gewisse Qualitätssicherung, aber ich kann nicht garantieren, dass alles drin ist. Also das ist, ja, insofern kann ich keine ganz eindeutige Antwort geben, leider. Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich hier sprechen kann und ich fühle mich besonders geehrt, dass der Archiv der Studierenden Daten bereits in eine Sektion mit dem Namen Best Practice einsortiert worden ist. Allerdings möchte ich Ihre Aufmerksamkeit doch auch darauf lenken, dass mein eigentliches Ziel, das ich jetzt mit meinem Beitrag verfolge, ist, Ihnen nicht unbedingt den diesen Archivstandard als Beispiel zum Nachahmen vorzustellen, sondern die daraus folgenden Erkenntnisse für die Quellenkritik darzustellen oder besser gesagt den Archivstandard und die daraus gebildete Überlieferung als einen Anwendungsfall für Quellenkritik darzustellen. Also, dann geht es jetzt los. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörende, Hochschulmatrikeln sind eine intensiv genutzte Quellengattung und ihre Wertschätzung zeigt sich schon darin, dass es gedruckte und auch digitale Matrikeleditionen gibt, die den Forschenden den Umgang mit den Originalen und den Originalen die Benutzung durch die Forschenden ersparen. Seit dem Mittelalter wurden Universitätsmatrikeln als Amtsbuch geführt. Im 20. Jahrhundert erfolgte dann der Übergang zur Kartei. Diese physisch fixierten Aufzeichnungen sind nun abgelöst durch komplexe, datenbankbasierte Fachanwendungen. Mit diesen ihre Dateien in Hunderten, also etwa 500 Einzeltabellen haltenden Systemen, verwalten Hochschulen die Eingeschriebenen über den Zeitraum des Studiums und tragen hier nicht allein die Immatrikulationsdauer, die Studienfächer usw. ein, sondern auch die erreichten Graduierungen sowie die Vielzahl benoteter Teilleistungen, aus denen sich heute ein Studienabschluss und seine Benotung zusammensetzen. Die ab 1970 eingeführten und laufend fortentwickelten Fachanwendungen begannen als Hilfsmittel zur Unterstützung von Statistik und Kapazitätsrechnung. Also zunächst mal ging es da gar nicht darum, ein gültiges Studierendenverzeichnis aufzustellen. Matrikelkarteikarten blieben bis nach dem Jahr 2000 die führende Aufzeichnung. Man kann das in diesem Beispiel schon daran erkennen, dass zwar der Anfangseintrag mit einer Maschine aus einer Datenbank in ein vorgedrucktes Formular erstellt wurde, dass dann aber laufend händische weitere Eintragungen erfolgten, wie eben die mit Semester-, Jahreszahlen, Stempel erfolgten Vermerke über die Rückmeldungen und die Vermerke über die Beurlaubung, Adresswechsel und Zirkulation. Mittlerweile haben die elektronischen Systeme die Karteien jedoch vollständig abgelöst und werden künftig die maßgebliche Quelle für Forschungen zu Einzelpersonen, Personengruppen oder zur Gesamtheit der Studierenden sein. Ein von den übrigen Verwaltungsaufzeichnungen abgegrenztes Register der Studierenden haben wir eben jetzt nicht mehr. Die Forschung darf sich von diesen Nachrichten beglückt sehen, denn mit dem Übergang ins Digitale haben sich die Möglichkeiten der Auswertung natürlich sprunghaft verbessert. Daten von Einzelpersonen sind im Nu zu finden und die Datenbankform der Aufzeichnung eröffnet bisher ganz unmögliche Ansätze zur Auswertung des gesamten Datenbestands. Und das ist eben keine Musik für eine ferne Zukunft nach Ablauf der gern 60 bis 70 Jahre nach Exportregulation laufenden Schutzfristen. Mit dem Übergang ins Digitale entstanden neue Möglichkeiten der Anonymisierung, die rechtlich zwar seit langem ein Standardweg der Schutzfristverkürzung ist, bei analogen Unterlagen aber aus Aufwandsgründen in der Regel gar nicht praktiziert werden kann. Vor einer dauerhaften Nutzung dieser Quellen durch die Forschung steht allerdings die Überlieferungsbildung durch das jeweilige Hochschularchiv. Bei
Staatsbüchern, Akten und Karteien war dies ein Vorgang, mit dem sich der Rechtsrahmen für den Zugang und der Lagerungsort, die Quellen, aber durchaus nicht veränderten. Mit dem Übergang ins Digitale hat sich diese Situation grundlegend verändert. Ich möchte hier nicht langweilen mit einer Positionierung in dieser archivfachlichen Kontroverse, ob denn den Quellen bei den Verarbeitungsschritten im Zuge der digitalen Archivierung eigentlich gar nichts passiert, weil die signifikant bestimmten Eigenschaften und diese unverändert bewahrt werden, oder ob wichtige Stränge der digitalen Überlieferungsbildung als Akt einer kreativen Neukomposition zu beargwöhnen sind. Die Geschichtsforschung könnte versucht sein, diese in archivfachlichen Organen geführte Debatte abzutun als eine notwendige für ihre eigene Arbeit, aber irrelevanten Selbstfindungsprozess des Archivwesens im Zuge der digitalen Transformation. Tatsächlich aber würde ein Nachvollzug dieser Diskussion durch die Forschenden lohnen, weil darin Kriterien aufgezeigt werden, die zum Urteil über die Echtheit der in digitalen Archivgut enthaltenen Information befähigen. Anstelle eines Literaturberichts präsentiere ich Ihnen als Modellfall die absehbare Überlieferungsbildung zu studierenden Daten aus datenbankbasierten Fachverfahren. An diesem Beispiel sind sowohl typische Klippen und Untiefen auf dem Weg der archivierenden Information von der Provenienzstelle zu den Benutzenden, als auch der archivische Kurs in den sicheren Hafen digitaler Glaubwürdigkeit zu betrachten. Mit dem in diesen Tagen, also ich rechne in wenigen Tagen, publizierten Archivstandard Archivierung von studierenden Daten aus Fachverfahren besteht Hoffnung, dass studierende Daten an deutschen Hochschulen nicht nur in einigermaßen einheitlicher Form und damit interoperabel archiviert und nutzbar werden. Ebenso soll mit dieser im Rahmen des Nestor-Kompetenznetzwerks digitale Langzeitarchivierung erstellten Handreichungen die langfristige Glaubwürdigkeit der archivierten studierenden Daten abgesichert werden. Die Richtlinie wurde von 15 in der Sparte der Hochschularchive tätigen Personen mit ganz unterschiedlichem, also teils informationswissenschaftlichem, teils klassisch-archivischem Hintergrund erarbeitet und in dem definierten Prozess der Entwicklung eines Nestor-Archivstandards von externen Fachleuten begutachtet. Und dazu gehörten eben auch die Stakeholder bei den Herstellern von solchen Fachverfahren sowie im Rahmen einer öffentlichen Kommentierung geprüft und korrigiert. Die Annahme, dass dieser Archivstandard die Form der archivischen Überlieferungsbildung zu studierenden Daten prägen wird, berührt nicht zuletzt auf der Nachricht, dass der größte Hersteller von Fachverfahren zur Studierendenverwaltung, nämlich die HIS-EG, Arbeiten zur Implementierung einer entsprechend eingerichteten Aussonderungsschnittstelle noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt hat. Ich stelle Ihnen den Archivstandard vor, soweit seine Elemente von Belang sind, als Bausteine digitaler Glaubwürdigkeit oder als eine quellenkritische Aufmerksamkeit zu bewertender Verarbeitungsprozess. Bitte folgen Sie mir erst einmal auf ein Gebiet, aus dem die technische und inhaltliche Gestalt der digitalen Quellen nicht notwendig beeinflusst wird. Der Archivstandard weist als Conditio sine qua non für die datenschutzrechtliche, wohlgemerkt datenschutzrechtliche Machbarkeit der digitalen Archivierung, die Archivierung auf dem Boden eines Archivgesetzes aus. Denn gerade im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit macht es einen Unterschied, ob eine Quelle überliefert wird von einer Institution, deren gesetzlicher Auftrag das unversehrte Bewahren der Überlieferung explizit enthält, und deren im öffentlichen Dienst stehendes Personal unter Androhung von Strafe auf Belange des Gemeinwohls verpflichtet ist oder ob der Überlieferungsträger von Privatinteressen abhängt. Die Geschichte hat zu viel gelehrt, um dieses Kriterium absolut zu setzen, aber als ein möglicher Baustein für Vertrauen sollte es nicht unberücksichtigt bleiben. Ebenfalls Rahmenwerk sind die vom Archivstandard verlangten Kontextinformationen. Sie bestehen aus vom Archiv erstellten oder zusammengestellten Informationen über die Entstehung der gebildeten Überlieferung. Das meint hier zum einen Angaben über Aufgaben, Organisation und Arbeitsweise der die Daten erzeugenden Studierendenverwaltung. Zum anderen wird als Kontextinformation verlangt eine Darstellung des zur Studierendenverwaltung eingesetzten Fachverfahrens.
Hier geht es sowohl um die Identifikation des Produkts, hier um eine Beschreibung seiner Funktion, seiner Oberfläche für die Anwendenden, wie auch um die Darstellung spezifischer oder gar fehlerhafter Arbeitsweisen und Dateneingaben. Letzteres kann etwa wegen der Eingabe nicht vorgesehener Daten, erkannten Datenverfälschungen im Zuge von Importen oder Migrationen, Daten am falschen Ort oder fehlenden Daten. Die tauchliche Beschreibung des zur studierenden Verwaltung eingesetzten Systems mag zur Herausforderung werden, wenn es, was leider vorkommt, gar kein umfassendes Handbuch gibt und das anwendungsrelevante Wissen als Stückwerk in einem Wiki zusammengetragen wurde. Last but not least wird von dem die Überlieferung bildenden Hochschularchiv verlangt, dass es den Prozess seiner Überlieferungsbildung selbst beschreibt. Wie viel sich dahinter verbirgt, wird in den bald folgenden Ausführungen zur Datenverarbeitung im Archiv deutlich. Für die Kritik digitaler Quellen aufs Fachverfahren sind die hier geforderten Kontextinformationen unverzichtbar. Ohne sie ist mit den überlieferten Informationen ähnlich wenig oder viel anzufangen, wie wenn in einer mittelalterlichen Kaiserurkunde die Intitulatio, Narratio und Unterfertigung samt Siegel herausgeschnitten sind und man es nur noch mit der Dispositio zu tun hat. Sie sehen das hier ungefähr angedeutet mit diesen roten Überdeckungen. Oder angewandt auf amtliche Schreiben der Neuzeit, wenn der Adressat sowie der Absender und seine Unterschrift fehlen. Datenbankbasierte Fachverfahren sind verknappte Aufzeichnungen, die ähnliche Eintragung ins Amtsbuch bei Angabe zu den zahlreich aufgezeichneten Einzelfällen die Wiederholung kontextualisierenden Formulars einsparen können, weil der Zusammenhang klar ist, dort durch den übergeschriebenen Amtsbuchtitel oder eine Rubrik, hier durch die gelegte Einführung des Fachverfahrens in den Betrieb der Studierendenverwaltung und die in der Benutzeroberfläche erscheinenden Namen der Datenbankfelder, wohlgemerkt im Frontend, das hier so wandelbar ist. Für die Forschenden heißt dies nun aber, dass sie auf der Grundlage solcher Kontextinformationen nicht einfach das Erklärte als wahr ansehen dürfen, sondern die gar nicht mit der Quelle, sondern erst im Zuge der Archivierung erstellte Kontextinformation auszuwerten und auch noch kritisch zu bewerten haben. Die Herstellung digitalen Archivguts aus einem datenbankbasierten Fachverfahren ist ein von archivischer Seite so oft beschriebener Prozess, dass man schon von einer routiniert eingesetzten Methode sprechen darf. Die Quellenkritik freilich sollte sich davon nicht in den Schlaf singen lassen. Denn die archivische Überlieferungsbildung besteht hier nicht allein in der Auswahl des Archivwürdigen aus einer oft viel umfassenderen Informationsmenge, also diese ganzen Anträge über nicht gezahlte Semesterbeträge und dergleichen, sondern auch in einer speziell über den Archivierungszweck erstellten Zusammenfügung der archivierten Einzelinformationen in der sogenannten Studierenden-Entität. Deren Musterstruktur im Format XML sehen Sie hier auszugsweise und das geht noch sehr viel weiter. Mit dieser Ansicht ist klar, dass die archivierte Aufzeichnung ein linearer Text, hierarchisch strukturiert, semantisch ausgezeichnet und für Menschen lesbar ist. Alle diese Merkmale sind Zutaten im Prozess der digitalen Archivierung. Im Quellsystem liegen die Daten verteilt auf mehrere hundert Tabellen vor, wie schon gesagt. Die eingetragenen Werte sind zu Zwecken der maschinellen Verarbeitung oft verschlüsselt. Also das hier ist jetzt auch eine abstrahierende Darstellungsweise dessen, was man da dann im laufenden Fachverfahren sieht, aber das vermittelt uns schon einen gewissen Eindruck davon, wie viel man damit anfangen kann, wenn man direkt konfrontiert wird. Die Entscheidung, solch einen hergestellten Datenauszug zum Kern der Überlieferung zu machen, ist dem typischen Ressourcenrahmen eines Hochschularchivs geschuldet. Die im Prinzip gegebene Alternative, eine archivtaugliche Aufbereitung der Daten und Erhalt von im Quellsystem bestehenden Datenbankrelationen herzustellen, erschien der Entwurfsgruppe des Archivstandards ja allesamt aus dem Archivbetrieb kamen, weit außerhalb des Möglichen. Freilich wäre auch eine archivische Aufbereitung von Datenbankfunktionen ebenso quellenkritisch zu hinterfragen wie durch eine Aussonderungsschnittstelle erzeugte XML-Datei. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass grundsätzlich auch an einen Erhalt der von einer Provenienzstelle eingesetzten Systeme zu denken ist. Die dauerhaft lauffähige Emulation
der verschiedenen aufeinanderfolgenden Fachverfahren zur studierenden Verwaltung würde allerdings einen derartigen Aufwand erfordern, dass dieser Lösungsweg noch weniger realistisch erschien als der Erhalt von Datenbankrelationen. Neben dem Rechtsrahmen des Archivbetriebs und der archivseitigen Kontextinformation und Datenverarbeitung an der Schnittstelle ins Archiv ist den Forschenden der mit Prüfsummen geleistete Nachweis der Datenintegrität als ein Merkmal der digitalen Quellenkritik zu empfehlen. Prüfsummen sind Zeichenfolgen bestimmter Länge, die mit einem auch als Hash-Funktion bezeichneten Algorithmus aus einer bestimmten Bitfolge erstellt werden. Kryptologische Prüfsummen werden so erzeugt, dass sie nie oder in extrem wenigen Fällen zu verschiedenen Ausgangsdaten gleich sind. Sie sehen hier ein Prinzip darstellen. Mit Prüfsummen kann die Integrität eines Datenbestands nachgewiesen werden, weil dessen Veränderung eine andere Prüfsumme zur Folge hätte. Wegen dieser Funktion sind kryptologische Prüfsummen ein obligatorischer Bestandteil von Systemen zur vertrauenswürdigen Langzeitarchivierung digitaler Unterlagen. Der Archivstandard für studierende Daten sieht Prüfsumme bereits als obligatorischen Bestandteil des Datenexports aus dem Fachverfahren ins Archiv vor und ich war ehrlich gesagt erstaunt zu sehen, dass das für die Leute, die Schnittstellen zu gestalten haben, gar kein so dickes In normgerechten Systemen zur digitalen Langzeitarchivierung ist die Integritätsprüfung durch Abgleich zwischen den archivierten Dateien und ihren Prüfsummen eine maschinell ausgeführte Routine. Die für eine quellenkritische Betrachtung relevanten Merkmale sind nur vorgestellt. Der Rechtsrahmen des Archivbetriebs, die archivische Kontextinformation, die archivische Datenverarbeitung einerseits und die Herstellung von den Primärinformationen enthaltenen Dateien andererseits ihre Absicherung durch Prüfsummen. Es sollte damit klar werden, dass die Entscheidung über die Glaubwürdigkeit archivierter digitaler Information auf ganz verschiedenen Bausteinen ruht. Dass auch im digitalen Zeitalter die Analyse des Inhalts weitere Gründe für oder gegen die Echtheit überlieferter Informationen liefert, versteht sich. Vielleicht aber werden die an der digitalen Überlieferung studierenden Datenforschenden gar nicht mit dem als Überlieferungskern eingerichteten XML-Dateien konfrontiert. Es ist gut denkbar, dass ihnen die Dateien über Studierende einer Hochschule eingespeist in eine speziell für Benutzungszwecke erstellte Datenbank, wie etwa hier das Beispiel der allerdings auch in Retrograd arbeitenden Rostocker Datenbank, zur Verfügung gestellt werden. Solcher Komfort mag als Ankündigung einer schönen neuen Forschungswelt auch begrüßt werden. Von der kritischen Betrachtung der archivseitigen Informationen über den Prozess der Überlieferungsbildung werden die Forschenden aber kaum zu entlasten sein. Wird ihnen die Angabe genügen, dass der Datentransfer aus dem Quellsystem mit einer Schnittstelle erfolgte, deren korrekte Funktion stillschweigend vorausgesetzt wird? Welchen Grund werden Sie für Vertrauen in das vom Archiv eingesetzte System zur digitalen Langzeitarchivierung haben? Welche Rolle wird dabei das zur Bereitstellung des digitalen Archivguts eingesetzte System spielen? Ich fände es adäquat, wenn sich spätestens jetzt bei den anwesenden Forschenden die bange Frage einstellt, was eigentlich in Zukunft bei der Quellenkritik zu tun ist und was dabei von den Forschenden selbst zu leisten. Für eine Antwort ist es natürlich zu früh. Zu ungewiss wäre eine Prognose, welche quellenkritischen Prüfungen künftig den HistorikerInnen auferlegt sein werden. Die Ungewissheit rührt nicht zuletzt daraus, dass mit einer weiteren Entwicklung vertrauensstiftender Vorkehrungen und Dienstleistungen der Archive zu rechnen ist. Institutionen stellen sich als nach ISO 9001 Qualitätsgesetz. Spezifische Arbeitsweisen werden unter Verweis auf einen Standard als fachgerecht ausgewiesen. Speichersysteme kommen mit Prüfsiegeln daher. Kontextbeschreibungen beanspruchen Gültigkeit. Die Herausgabe einer digitalen Quelle zur Nutzung wird vielleicht die Behauptung enthalten, dass die maschinelle Kontrolle der Prüfsumme niemals auch nur einen Bildfehler detektiert habe. Es liegt hier an der forschenden Zunft, Ansprüche zu formulieren, das Niveau der Transparenz auszuhandeln und den Zeitanteil zu bestimmen, den man selber für Quellenkritik aufzuwenden bereit ist. Vielleicht finden
Wellengang der digitalen Transformation heraus bleibt aber festzuhalten. Die Forschung wird es nicht zuletzt aus unserer Epoche mit vielen digitalen Inhalten zu tun bekommen, die nicht auf das hier beschriebene Fundament des Vertrauens gelegt sind. Während die entsprechend qualifizierten Quellen eingehüllt im glaubwürdigkeitsstiftenden Kontext mit großem Aufwand, ich möchte mal sagen, zur Tradition aufbereitet werden, treten uns andere Quellen in der Ursprünglichkeit des Überrests entgegen. Und damit erhält sich die Aussicht auf ein fortdauerndes Bedürfnis nach lebendigem Geist, der wachsam wägt, welche Prüfung am Platze ist und welches Werkzeug und sei es auch künstliche Intelligenz zu verwenden sei. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, ist auch wichtig, dass man sich hört, genau. Ich wollte gern das, was Herr Nippert sagt, nochmal sagen, aus der Perspektive der Forschenden unbedingt unterstützen, weil das sozusagen auch die Idee, mit der wir uns beschäftigen und uns die ganze Zeit fragen, auch, ob es möglich ist, Prüfsummen oder Hashes zu Archivgut, insbesondere beispielsweise auch Digitalisaten immer mit anzufügen. Ne, weil mit den ganzen generativen Methoden, die wir jetzt haben, kann man Quellen sehr leicht fälschen und verfälschen. Und die Frage ist, wenn ich irgendwo was finde oder sagen, aufgreife in der Datei, ist für mich immer die Frage, ist es jetzt noch möglich, sagen, das Digitalisat, was durch das Archiv oder die Bibliothek angefertigt wurde, oder liegt hier schon eine Verfälschung vor? Und durch solche Prüfsummen oder Hashes könnte ich sozusagen dann immer wieder sagen, abgleichen, ob das, was ich sozusagen dann verwende in meiner Forschung, in meinem Prozess, noch tatsächlich sagen, das gleiche Digitalisat ist, wie das, was ursprünglich vom Archiv bereitgestellt wurde. Und ich finde es spannend, das sozusagen jetzt auch nochmal auf Datensätze oder beispielsweise E-Akten und so weiter anzuwenden, dass man tatsächlich sozusagen so eine Spur nachvollziehen kann, inwieweit sozusagen die Dinge, die ich dann verwende, noch dem entsprechen, was ursprünglich erstellt wurde oder inwieweit das gegebenenfalls sozusagen Veränderungen unterzogen wurde. Und von daher finde ich das sehr wichtig, also sozusagen vielleicht da so einen Input für die Diskussion, inwieweit man Prüfsummen bzw. Hashes dann auch sozusagen in die archivarische Bereitstellung von Digitalisaten und digitalen Informationen mit einbeziehen könnte. Es gibt noch eine weitere Frage. Also, ich habe vorher noch eine Frage. Ja, was mich als, ich bin ja weder Historiker noch Archivar, also Sozialwissenschaftler, und die Fragen, die wir hier unter dem Begriff Quellenkritik angerissen haben, würden wir jetzt über die Verlinkung von Daten aus verschiedenen Quellen lösen? Also die Frage, wie gut ist mein Verzeichnis von Studierenden, könnte ich validieren, indem ich einfach die identische Person aus den Daten der Deutschen Rentenversicherung hole, wonach der Kontenklärung ja genau dieser Werdegang drin ist, und dann gucke, wie zuverlässig oder wie hoch ist die Übereinstimmung zwischen den beiden. Und wenn ich ganz gewieft bin, dann gehe ich auch noch ins Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, da habe ich sogar die ganzen Arbeitgeber etc. Und ich glaube, wenn man solche Angebote für die Forschung attraktiv gestalten will, dann muss man diese Verknüpfungsschnittstellen mitdenken bei der Konzeption des angebotenen Archivguts.
Wir können natürlich nur unter sehr schweren Bedingungen ran an diese Daten, es gibt aber sozusagen Zugänge, aber das für die zukünftige Forschung zu erleichtern, vor allen Dingen in der Perspektive eines gut gemachten Forschungsdatenzugangsgesetzes, wäre das ja optimal. Dann hätte man ja die Möglichkeit, eben maschinell Qualitätskriterien zu entwickeln, die zwar nicht eine klassische Quellenkritik sind, weil ich nicht weiß, wer den Fehler gemacht hat, aber ich weiß zumindest, wo keine Inkonsistenzen entstehen. Das gilt ja auch für die Webseiten im Prinzip. Webseiten kann ich genauso gut aus unterschiedlichen Quellen validieren, wenn ich wirklich wissen will, was am Ende das ist, was mich interessiert. Ja, da möchte ich dann gerne auch noch was zu sagen. Sie zielen ja natürlich auf die inhaltliche Kritik der Quellen. Klar, Sie können da natürlich Unstimmigkeiten ausweisen. Was machen Sie, wenn Sie auf unterschiedliche Angaben treffen? Zu welcher können Sie sagen, die stimmt aber, die führt das? Wer hat mehr Glaubwürdigkeit? Vielleicht ist das beim Verhältnis zu Hochschulverwaltung und Rentenversicherung noch einigermaßen klar, aber ich kann mir viele Situationen vorstellen, also wo man kein so klares Gefälle dann hat. Nicht? Das andere ist, worauf Sie zielen, ja, Ontology is creeping in, und das tut sie tatsächlich, nämlich eben mit den Initiativen aus dem Online-Zugangsgesetz. Quasi parallel zum Archivstandard entstand auch diese Initiative X-Hochschule, und das zielt ja darauf, dass Verwaltungsinformationen zwischen verschiedenen Akteuren der Verwaltung austauschbar werden. Das ist aber ein enorm dickes Brett, denn es zielt auf die allgemeinverbindliche Ontologie, auf ein ganz gemeinsames Datenmodell, und es zielt auch nicht nur auf die Ordnung der Daten, sondern es zielt auch auf die völlige Gleichmäßigkeit, wie bestimmte vorgesehene Dateninhalte ausgedrückt werden. Das heißt also, Sie haben dann wirklich Listen von Einträgen, die meinetwegen im Feld Immatrikulationsstatus überhaupt noch möglich sind. Und erst wenn Sie das komplett vereinheitlicht haben, haben Sie diese schöne neue Welt, und bis dahin ist es eben noch ein sehr weiter Weg. Danke. Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, Sie haben es in dem Vortrag ja sehr schön gezeigt mit der XML-Repräsentation und den Tabellen, den relationalen Datenbanktabellen. Und ich frage mich jetzt schon über die ganze Tagung ein bisschen. Es läuft gerade ganz viel über diese Schnittstellenverfahren, dass man XML-Dateien erzeugt, mit denen dann die Forscher arbeiten. Aber zum Beispiel für diese Hochschulinformationssysteme, da gibt es ja auch laufende Backups. Das sind ja einfach, das sind ganz normale relationale Datenbanken. Da hat die IT ständig Snapshots von diesen Datenbanken. Müssen Archive nicht auch diese Snapshots mit archivieren und mit aufbewahren, neben diesen zugänglichen XML-Daten? Weil ich kann am Ende, wenn es in dem ganzen Mapping einen Fehler gibt, kann ich das nicht mehr überprüfen als Historiker. Ich habe ja dann nur noch die eine Repräsentation. Und ich bräuchte eigentlich eine Redundanz, ich bräuchte nochmal irgendwie ein Original, auf das ich zurückgehen kann und gegebenenfalls sagen kann, ja, da ist einfach im Mapping zum Beispiel ein Fehler. Ja, ich verstehe den Gedanken völlig. Sie hätten gerne, also etwa, das ist ein ähnlicher Gedanke wie der schon vorgebracht wurde, nur dass es eben auf den Vergleich mit der Urform zielt. Nur das setzt eben voraus, dass wir die Emulationslösung fahren, dass wir in der Lage sind, diese Snapshots wirklich zum Leben zu erwecken. Und wir haben in unserer Arbeitsgruppe eine ausführliche und auch von IT-Experten begleitete Diskussion zu der Frage gehabt, wie gehen wir mit der Historizität dieser Aufzeichnungen um? Ja, etwas, was mir persönlich ziemlich wehtut an unserem Standard, ist, dass wir keine Historizität der Aufzeichnungen haben. Ich kenne das aus alten Matrikeln, da können wir sehen, wo hat ein Studierender im Laufe des Studiums gewohnt. Und da können Sie so tolle Verläufe feststellen wie: schlägt erstmal irgendwo auf, zieht dann an eine bestimmte Adresse, wo wir wissen, das war ein Verbindungshaus, und zum Examen geht er dann wieder irgendwo anders hin. Ja? Das werden wir nicht mehr machen können, das tut sehr weh, aber wir haben bemerkt, dass die Darstellung der Historizität, die in diesen Systemen durchaus protokolliert sein kann, unsere absehbaren Fähigkeiten übersteigt. Wer das verlangt, muss Brandbriefe an Universitätsleitungen schreiben und sagen,
Hören Sie mal zu, das reicht aber gar nicht, was mit dem typischen Ressourcenzuschnitt von Hochschularchiven hier möglich ist. Wir brauchen mehr. Aber dafür brauchen wir eine